Morgen Nachmittag im Präsidium sehen. Mordkommission 2. Ja, sag ich ihm. Danke. Wiedersehen. Was wollen die von mir? Das fehlte mir jetzt noch, dass die denken, ich hätte deinen Liebhaber erschossen. Sie haben mich vernommen. Hm. Vielleicht glauben sie ja, ich hätte ihn umgebracht. Gehst du nicht ins Büro? Nein, mir ist nicht gut. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ist der drin? Ja. War es sehr schwer für Sie? Er war kein guter Mensch. Sieht so aus, als ob nie etwas gewesen wäre. Ja. Was soll das? Die Polizei will ihn von einem ihrer Leute öffnen lassen. Kennst du die Kombination? Wie komme ich denn dazu? Und die? Die schon gar nicht. Was machst du eigentlich hier? Was ist das denn für eine Frage? Wenn ich das hier übernommen habe, fliegst du. Du kannst dich schon mal darauf einrichten. Aber ich habe dir in die Branche geholfen mit meinem Wissen. Eben. Drum. Du bist nicht loyal. Deswegen fliegst du ja. Das wirst du mir büßen. Du solltest mir lieber nicht drohen. Na, schau mal, was Frank Kolgan schreibt. Brauer will nach oben und dafür geht er über Leichen. Also, Peter Ballot ist Abteilungsleiter bei Ypsilon, dem Pharmakonzern. Ah ja. Bauabteilung. Und sonst? Mehr gibt's nicht über ihn. Bin ich zu früh oder zu spät? Herr Kolgan, Herr Hauptkommissar Kress. Tag, Herr Kolgan. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Gleich auf die arme Sünderbank. Wir möchten Ihnen zum Tode Ihres Bruders unser Beileid aussprechen. Sie sagen mir, wenn die Rechtsmedizin ihn freigegeben hat. Ja. Eine böse Geschichte. Ich habe Ihren Leuten schon gesagt, dass ich keinen Grund hatte, meinen Bruder umzubringen, wenn Sie das meinen. Ich habe mich gerade in die Konkurrenz eingekauft. Warum sollte ich? Wenn Sie die Firma Ihres Bruders erben, dann haben Sie mit Brenner zusammen ein Monopol in der Stadt. Ist doch nicht uninteressant. Sie können sich vorstellen, dass ich meinen Bruder umgebracht habe? Das habe ich nicht gesagt. Aber sagen Sie uns doch, wo Sie vorletzte Nacht um 23 Uhr waren. Zu Hause, bei meiner Familie. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. So ist das. Na bitte. Dann brauchen Sie mich ja nicht mehr. Heute nicht mehr. Nein. Danke. Sie melden sich, wenn noch was ist. Das machen wir doch glatt. Der ist eiskalt. An dem werden wir uns die Zähne ausbeißen. Also. An was denkst du? An wen? Gut, an wen denkst du? Ich denke über Max Brauer nach. Kolgan Security, mein Name ist Benedikt. Ich bin's. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir raus. Und wozu soll das gut sein? Ich möchte wissen, was für Nachforschungen du für Frank gemacht hast. Ging es um seinen Bruder? Meine Dreck werde ich. Du bist raus, Max. Seit dem Tod von Frank bist du raus. Was meinst du? Ich denke, wir sollten uns trennen.
Sie werden mich verdächtigen, ihn getötet zu haben, wenn Sie Informationen über Bestechungen finden.